Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, im letzten Part haben im letzten Part herausgefunden, wo das Schiff von diesem Boka da ist. Herausgefunden hat, dass sie es mit der Aurasuche aufspielen kann, weil da so ein Teil von des Schiffes, ist hier irgendwo. Das ist ein Teil von Schiff und hier in der Nähe und hat sie gesehen und gefunden und jetzt sehen wir, es ist da hinten das Schiff. Das gehen wir direkt Boka sagen, aber die Kapitän hier, diesen komischen Roboter, aber vorher gehe ich erstmal noch woanders hin. Ich möchte nämlich vorher kurz mir was holen. Nein, es ist kein Herzteil. Nein, ist es nicht. Es ist einfach was ganz anderes. Es ist ein Artefakt der Göttin. Yeah. Den checken wir doch gleich mal in den Himmel. Ja, genau. Ich mal gucken, ob ich mich später wieder dran erinnern kann. Hier ist mein Schiff also auch nicht. Hast du irgendeinen Einheitspunkt entdecken können? Und du weißt, wo wir hin müssen? Dank der Aurasuche? Das ist ja stark. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Mal wirklich mein Schiff finden. Wollen wir ablegen? Ja. Brechen wir auf. Ich kommentiere das Video diesmal nach, wollte ich euch schon mal so sagen. Wollen wir wirklich dieses riesige Meer absuchen? Ja, wollen wir. Mir bleibt nicht viel übrig, als dir zu vertrauen. Vermutlich hat sich das Schiff getarnt. Wenn wir es aber mit der Kanone treffen, wird es sichtbar werden. Okay. Ja, wie soll ich das erklären? Ich habe aufgenommen und so, ich kommentiere das Video hier gerade nach, weil ich war zu dumm, um das, was ich da gelabert habe, zu speichern. Und jetzt muss ich das nochmal alles nachkommentieren. Und ich bin ehrlich und gebe es sogar zu, ich hätte auch einfach sagen können, nein, ich habe das ganz live jetzt aufgenommen. Nein, habe ich nicht. Aber sonst nehme ich das immer so live auf und so. Also, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Und hier im letzten, warte, war das der letzte Part? Ja, doch, ich glaube schon. Da hat man gemeint, meine Stimme wäre voll dunkel. Das lag einfach daran, ich war ein bisschen heiser und so. Da konnte ich nicht so übelst laut reden, so wie jetzt immer, ne? So wie jetzt. Hallo. Nein, nicht übertreiben. Aber jetzt suchen wir nach dem Schiff. Das Schiff suchen wir jetzt. Oh, habt ihr das gesehen? Geil. Hast du das gesehen? Das war mein Schiff. Los, verfolgen wir es. Und immer fest draufhalten mit der Kanone. Hey. Das, was ich gesehen habe, habe ich schon gesagt. Lappen. Egal. Da ist es doch, oder nicht? Ja, komm. Treff. Ich bin zu dumm, um zu treffen, ohne Witz. Das kann ja was werden. Ey, wo ist dieses Boot? Ey, guck mal, das Boot will mich verarschen. Vor allem das Boot. Das Schiff. Es will mich verarschen. Jetzt aber. Bams und Bams. Wir haben es gestoppt. Und nun, meine lieben Leute. Und nun brechen wir auf.
zum vierten Dungeon. Ja, doch, ist der vierte Dungeon. Ja, doch. Cool. Der vierte Dungeon. Einfach nur geil. Einfach nur cool. Einfach nur Sand. Was? Sandgaleone. Oder Sandgaleone. Ach, keine Ahnung. Ja, da würde ich mal sagen, da habe ich mal wieder viel Spaß dran, was? So, dann fangen wir doch mal den neuen Tempel an. Dann fangen wir den doch mal an, ne? 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 So, gehen wir einfach mal rein. Und jetzt, was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Was tun wir? Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Gibt's ja auch noch. Ich hasse das. Wie gut, dass ich jetzt nicht pusten muss. nein. Wie gesagt, ich kommentiere das gerade nach hier und tu so, als würde ich das live kommentieren und so. Ihr kennt mich ja. Ihr kennt mich ja seit letztes Jahr. speichern, genau. Speichervorgang erfolgreich, bitte betätige nicht den Powerschalter, bla bla bla. Speichervorgang erfolgreich und so. So, dann gehen wir runter, runter. Ja. Ach, genau. Ach, stimmt, ich würde. Die kennen wir doch, diese Viecher. Was machen die überhaupt noch hier? Was machen die hier? Naja. Oh. Du hast einen Himmelsflatter gefangen. Ein weit verbreitetes Insekt. Manchmal hält es sich auf in an seltenen Orten auf. Ich kann nicht lesen, tut mir leid. Aber es hält sich an seltenen Orten auf. Dieser Ort ist ja auch so selten. Den besuchen wir auch so selten. Okay, doch, wir besuchen den nur einmal. Also das Schiff besuchen wir nur einmal eigentlich. Ich bin mal wieder so ein. Ne? Ich bin mal wieder so ein und da ist eine Sackgasse. Da können wir nicht weiter. Da können wir überhaupt nicht weiter. Was sollen wir auch hier? Ja, dann gehen wir einfach wieder zurück. Gehen wir einfach in die andere Seite. In die andere Seite da. Ja, genau. Genau. Machen wir. Machen wir einfach. Wir machen das einfach. Wir machen es einfach, weil wir es können. Und weil wir Spaß dran haben. Boah. Und diese Fledermäuse sind richtig scheiße, weil die, ja, weil die ja immer noch Elektro sind und ich merke gerade. Ich renne die ganze Zeit im Kreis, ne? Und rede die ganze Zeit wieder, ne? Boah. Ja, die Fernbedienung hat mal wieder rumgespinnt. Und da ist wieder so ein Spacken. Stirb! Oh! Boah, ich bin so schlau, ne? Wisst ihr das? Ich bin so schlau. Nicht. Ich bin einfach manchmal nur ein ziemlicher Volldepp. So, du willst mich anspucken, das wird aber nichts. Oh, scheiße. Komm schon. Nein. Pfui. Aus. So, bitte sehr. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse mit der Kugel. Voll in die Fresse, Mann. Nein. Ja. Aber ich bin scheiße. Ich würde es am liebsten gerne live aufnehmen. Aber nein, ich war zu dumm, um das zu speichern. Was ich da gelabert habe. Dann müsste ich das. Oh. Ach ja. Ja, wir zocken noch was. Ja. Das ist eben das geile LP, der ist manchmal zu dumm für alles. Nicht für alles, aber für manche Sachen schon. Auf jeden Fall, ach genau, was ich sagen wollte, auch, was ich auch noch sagen wollte, das habe ich auch in der Live-Aufnahme mal gesagt, das Bild, ihr kennt ja die diese schwarzen Ränder, ne, die kriege ich ja irgendwie nicht weg. Warum? Weil ich, dass die Sachen davon einfach nicht habe. Vielleicht bekomme ich diese Sachen irgendwann, dass ich das Bild wenigstens größer ziehen kann oder so ein Scheiß. Boah, ganz schön viele Monster hier. Auf jeden Fall,
Ja, dann ist ich auf jeden Fall diese schwarzen Ränder hier, zum Beispiel links und rechts hier zum Beispiel, ne? Oder oben und da unten, ich weiß nicht, wo es immer stört. Ich glaube links und rechts war es immer, wo es immer gestört hat. Ja doch, oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, jetzt kriege ich irgendwie nicht weg. Ich nehme es ja auch immer wirklich ganz kompliziert auf, also, und dann noch das Rendern schaffe ich deswegen auch oft nicht, jeden Tag einen Part hochzuladen, es sei denn, ich habe schon viele Parts aufgenommen. Dann auf jeden Fall schon. Ja, das ist schon etwas scheiße. Ja, Glibber haben wir erhalten. Glibber, und ich habe es nicht vorgelesen. Nein, aber wir werden schon vorlesen. Ja, auf jeden Fall, ja, ich wurde mal darauf angeschrieben. Und, ja, wenn ich irgendwann die Möglichkeit dazu habe, das wegzumachen, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall, weil bessere Videos sind schön. Oh, was will sie denn? Xenogebieter! Bei der Live-Aufnahme hat sie mich, während ich was gelabert habe, unterbrochen, ey. Hat sie aber Glück gehabt, dass es sie jetzt nicht noch einmal gemacht hat. Und jetzt laber ich anscheinend die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht warum. Laber ich jetzt wirklich? Boah, Alter. Geht ja gar nicht. Ich laber zu viel. Ja. Doch. Ja, doch. Ja, doch. Ich laber echt zu viel. Ja, sorry, Leute. Wie gesagt, ich kommentiere das gerade nach und jetzt kann ich gerade irgendwie gar nichts machen. Ich kann nur warten, bis ihr weiter... Bis man hier weiter... Was sagt ihr? Oh mein Gott. Ich kann ja so lange was trinken, ey. Ja, ganz ehrlich. Boah. Oh mein Gott, wie lange labere ich da eigentlich jetzt? Ja, ich labere das, was ich eben gesagt habe, nur irgendwie ein bisschen bisschen. Oh, es geht weiter. Diese große Tür ist fest verriegelt. Ja? Könntest du jetzt bitte weitermachen? Ja, tut mir leid, Leute, wie gesagt, ne? Oh. Ich schätze, dass sich hinter ihnen etwas Wichtiges verbirgt. Und es geht weiter. Danke. Auf jeden Fall, es geht weiter. Es geht weiter. Wir können wieder zocken. Monster. Ja, ein Rubin. Und, ich bin so doof und sammle es ein, obwohl ich alle Rubine voll habe. Ja, was sollen wir jetzt noch hier machen? Was sollen wir jetzt noch hier machen? Ach so, ja, hier ist noch eine Tür. Und hier sind scheiß elektrische Fledermäuse. Die braucht doch keine Sau. Ja, also wie gesagt, ne, also, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, werde ich auf jeden Fall das Bild auch ein bisschen größer ziehen und so. Ist bestimmt auch angenehmer für euch zuzuschauen. Das glaube ich sogar, das glaube ich euch. Ach ja, jetzt kam diese scheiß Rätsel, oh nein. Oh, wieder so ein kleines Monster. Oh nein. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich weiß jetzt, was kommt. Oh nein. Da werde ich wieder so lange brauchen. Bams. Einfach nur Bams und, genau. Wegpusten. Wegpusten. Genau. Wegpusten. Puste ist einfach weg. Puste ist weg. Bum 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 oder so, keine Ahnung. Ja, sehr witzig. Weiter pusten oder saugen, obwohl ich würde es eher saugen nennen, ganz ehrlich. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, oder, dass ich das eher saugen nennen würde? Ich meine, keine Ahnung. Oder? Habe ich das so gesagt? Ich meine, ich nenne es wirklich Sauge. Ich meine, wohin verschwindet der Sand? Ne? Der verschwindet ja nichts. Der ist ja dann einfach weg. Der müsste eigentlich, wenn er pustet, müsste er ja eigentlich weg sein. Ja, dann kann das Ding eben saugen und pusten. So, so sage ich jetzt einfach so. So, bäh. So, fertig. Und weg mit dir. Und nun, ach ja, jetzt kam diese Scheiße. Tut mir leid, ich habe Scheiße gesagt.
Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh ja, da ich das nachkommentiere, weiß ich ja jetzt endlich die Lösung. Ja. Oder? Weiß ich das? Doch, eigentlich schon. Doch, 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 doch. Ups. Oh mein Gott, nein. Ich weiß ja jetzt, wie das geht, aber da ich das nachkommentiere, muss ich selber meine eigene Doofheit. Ich muss mir meine eigene Doofheit ansehen. Falsch, alles falsch, Link. Alles falsch. Alles falsch, der liebe Chris macht alles wieder falsch, ey. Das geht gar nicht, ey. Guck mal, guckt euch diesen Let's Player hier an. Was ist das für ein Let's Player, ja? Der macht alles falsch hier. Boah, was für ein Lappen. Der war alles falsch, ey. Geht gar nicht. Oh, Mann. Ja, das Rätsel ist ja eigentlich ganz einfach. Auf die blauen Pfeile sollte man nicht unbedingt achten. Okay, doch, die blauen Pfeile zeigen an, in welche Richtung du schlagen musst. Oben, rechts, links oder oben. Aber, oh Mann, er zeigt das gerade nicht. Ja, auf jeden Fall bei den diese blauen Pfeile, ne, da ist ja drumherum sowas wie ein Lenkrad, also vom Boot, vom Schiff her, so, ihr wisst ja, diese Steuerborde, wie man mal heißt. Ja, ich flippe hier gerade voll aus. auf jeden Fall, da war ein von den Hebeln da rot, dann zwei, dann drei. Dann 4 und so, da musste ich mal drauf achten. Das erste musste ich erst machen, dann das zweite, dann das dritte. Ihr seht ja da, wo alles rot ist und so. Ja, ich glaube, jetzt check ich das endlich. Ja, ich check jetzt, glaube ich, gerade. Oh Mann, das ist so komisch, sich selber dabei zuzusehen. Also ich kommentiere das auch nicht wirklich gerne nach. Ich kommentiere das lieber, während ich aufnehme. Das ist wirklich angenehmer. Okay, doch, es ist chilliger so. Da muss ich einfach nur gucken, was ich da gerade mache für eine Scheiße. Und kann in der Zeit was trinken. Obwohl es ein bisschen ziemlich scheiße rüberkäme, wenn ich jetzt was trinken wäre, wenn ich, während ich zum Beispiel jetzt mit irgendwas gegen irgendein Monster kämpfe oder so. Das wäre irgendwie schon ziemlich scheiße, ne? Ja, aber. Ja doch, das wäre scheiße und deswegen mache ich das auch nur, wenn ich in dem Video jetzt so eine lange Pause mache, wie zum Beispiel, wo ich geredet habe, wo Fei mich in Wirklichkeit unterbrochen hatte. Oder so. Hier Sinnoh-Gebieter, bla 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 und so, ne? Da habe ich ja erstmal nicht weitergemacht. Und hier ist eine Truhe. Was verbirgt sich in dieser Truhe? In dieser Truhe verbirgt sich! Ein kleiner Schlüssel, du hast einen kleinen Schlüssel erhalten, damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst diesen Schlüssel nur ein einziges Mal verwenden. Und ich glaube, ich rede etwas zu schnell. Und deswegen, bitte, Skydead LP oder Chris, ist mir scheißegal, langsam reden. Chris, ist mir egal. Ey, nämlich, ich spreche meinen Namen jetzt voll oft Englisch aus. Warum? Weiß ich selber nicht. Ja doch, weil mich viele so nennen. Naja. Speichern. Ich hab daran nichts gegen, wenn man mich Chris nennt oder Chris. Das ist mir sowas von egal. Ja, dann renn mal weiter, Link. Renn weiter. Renn weiter und komme weiter. Und das hat sich nicht gereimt. Scheiße. Ja, dann gehen wir erstmal zurück. Ich weiß nämlich ganz genau, wir müssen nämlich jetzt wieder zum Anfang. Da wo so eine wo die Speicherstatue war und da so eine verschlossene Tür war. Und ich weiß, was da sich hinter verbirgt. Und ich weiß, was wir da bekommen. Wir bekommen da nämlich etwas, meine lieben Leute. Aber was
Was es ist, das werde ich euch nicht sagen. Das werdet ihr sehen. Das werdet ihr sehen. Oh ja, das werdet ihr sehen. Ich werde es euch niemals verraten. Speichern! Speichervorgang erfolgreich. Sehr cool. Ja, wollt ihr wissen, was da drin ist? Wollt ihr es wissen? Das werdet ihr aber erst im nächsten Part erfahren. Tut mir leid. Ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, meine lieben Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao!